Friedhof im Sumpf. Endlich sind wir raus aus dieser Hölle. Unsere Freunde müssten in Sicherheit sein. Vorsicht, Ungeheuer! Lockt sie von den Flüchtlingen weg. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Roar, roar, roar. Ach, nicht nochmal. Nein! Oh! So, und da sterben sie wie die Fliegen. Okay. Und ihr als nächstes. Oh, nö, jetzt kommen die wieder. Flammenrose! Hexe, ist alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Gerald von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Gerald von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Erhabene Worte. Doch haben sie einen hohlen Klang, wenn die Schreie der Ermordeten noch in der Luft liegen. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie für Elfen und Zwerge nicht gelten? Ihr irrt euch. Der Schwur des Ordens ist klar und strahlend. Jeder Ritter schwört, das Gesetz zu achten. Ihr könnt nicht leugnen, dass der Aufstand der Anderlinge sich gegen den Staat richtet. Der Orden wurde gegründet, um dem Gesetz Geltung zu verschaffen, den Frieden zu wahren und unser Überleben angesichts des bevorstehenden weißen Frostes zu sichern. Visima wurde auf elfischen Fundamenten erbaut. Wir beide wissen, dass das bedeutungslos ist. Ich bedauere, was geschehen ist, doch die Anderlinge haben zu den Waffen gegriffen. Man kann die Welt nur auf eine Weise vor der Vernichtung bewahren. Auf eure Weise, meint ihr? Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen.
Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Und ihr entscheidet, wem die Ehre zuteil wird, in einer idealen Welt zu leben? Das ist Demagogie. Bloße Worte, die nur die Gier nach absoluter Macht verschleiern sollen. Schließlich müsst ihr die verirrten Schäfchen auf den rechten Weg zurückbringen. Nein, Jack, auf so ein Paradies verzichte ich gern. Ich hoffe, wenn die Zeit gekommen ist, versteht ihr es. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Sehr schön. So. Ach Leute, ich möchte mich endlich wieder frei bewegen können. Ich werde sie zur Höhle der Droiden führen. Gebt auf euch Acht. Mit, bitte. Da muss ich nämlich auch hin zu den Droiden. Gut. Also, wir sind jetzt hier im Friedhof im Sumpf. Ja, kommen wir zurück nach Al-Jizima. Flüchtlingshöhle, Droidenhöhle. Es gibt, glaube ich, mehrere Droidenhöhlen, ne? Das ist eine davon. Ja. Nee, es waren nur die Flüchtlingshöhlen, die es öfters gibt. Okay, wir gucken einfach. Wir laufen einfach erstmal. So, hier im Sumpf macht das Kämpfen besonders viel Spaß. Nochmal. Okay, nee, das ist noch nicht die Droidenhöhle. Das ist einfach nur so ein Unterschlupf. Nee. Ach stimmt, ja, wir haben ja dieses komische. Warte mal, wir haben dieses komische Tuch. Das wehrt uns, oder hält uns diese Ertrunkenen vom Leib. Das ist ja cool. Wir hatten lange keine Ertrunkenen mehr, deswegen. War ich mir jetzt unsicher, ob das wirklich funktioniert. Gut, wir sind hier. Da! Oder? Nee, doch, ja, nein, vielleicht? Nein. Okay, ich suche hier gerade einfach nur den Eingang. Verzweifelt den Eingang. Hier nicht. Gott, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Droidenhöhle, ja. Und wie komme ich da rein? Oder warte, muss ich erst... Ich glaube, ich muss erst warten, bis die Viecher weg sind. Nein, sag mir jetzt nicht. Nein, das Spiel ist abgestürzt. Nein! Ich bin ja froh, dass das Spiel öfters mal Safe States entlegt. Wir haben es gleich. Das Witzige ist, das haben wir jeden Montag. Jeden Montag stürzt dieses Spiel ab. Das Spiel mag einfach den Tag nicht, habe ich so das Gefühl. So. Okay. Ich weiß, wo die... gut, das letzte Mal richtig gespeichert ist schon ein bisschen länger her. Die! Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das ist noch in der Hütte. Na gut, ich kann ja die Gespräche gleich überspringen, ne? Ja, 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 ja. Gut. Okay. Ach, das ist doch die Hütte, wo wir eben halb verbrannt werden. Okay. Ja gut, so weit ist es nicht. So weit ist es nicht. Wir müssen nur die ganzen Kämpfe hier jetzt nochmal machen. Warte. Seid ihr hier, um zu sterben? War das hier? Ah ne, wir mussten hier einmal durch. Hier einmal durch. Dann das hier zerstören.
Speichern kann ich immer noch nicht. So. Und euch machen wir jetzt auch nochmal Platz. Ist ja kein Problem. Ist ja keine Gegner mehr für mich. Das kann ich weg. So. Ich habe mein Gefühl, ist gleich null gerade. Einer. Angriff zum Ruhme des Ordens! Naja, zum Ruhme des Ordens werdet ihr jetzt hier. Ich finde es cool, dass Söder mitkämpft. Okay, jetzt können wir hier einmal in den. Oh, da ist ja noch einer. Egal. Angriff! Zum Ruhme des Ordens! Warte mal, können wir. Ich wollte gerade sagen, bitte sag nicht, dass Söldern jetzt gerade komplett gestorben ist. Nee, er kämpft gerade nur mit dem Leben. Ah, wir machen endlich mal wieder diesen coolen Move. Es ist schön, euch zu sehen. Mhm. Hört zu, Yevin plant etwas. Wir starten einen Frontalangriff. Lenken Sie ab. Dann hat er eine Chance. Ihr hört euch wie Soltan an. Frontalangriff. Diesmal weiß ich, wo wir hin müssen. Okay, speichern geht aber immer noch nicht. Jetzt kriegt ihr alle einen über die Rübe. Angriff! Rübe des Ordens! War der falsche Moment? Jetzt. Okay. Das ist doch ganz gut. Der Typ steht da jetzt einfach nur blöd rum. Auch okay. Helfen wir mal unserem Freund Zwerg. Und jetzt kommt der große Fettplatz hier. Angriff zum Ruhme des Ordens. Ja, weißt du eigentlich, dass du mich wiederholst? Ja, nebenbei. Wir werden jetzt hoffentlich den Kraftprotz hier gleich fertig haben. Und dann können wir uns endlich um die Quest im Sumpf kümmern. Das Speichern ist da immer noch nicht möglich. Hoffen wir einfach, dass es nicht nochmal abstürzt. Sich dahin. Und ist gestorben. Verdammt, ich dachte fast, sie würde wieder aufstehen. Der zweite Pfeil durchbohrte ihr Herz. Sie hatte keine Chance. Und dabei hieß es immer, die weiße Reiler habe kein Herz. Gehen wir. Weiter vorne ist es sicherer. Endlich sind wir raus aus dieser Hölle. Unsere Freunde müssten in Sicherheit sein. Vorsicht, Ungeheuer! Lockt sie von den Flüchtlingen weg. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Okay. Jetzt können wir einmal speichern. Ich habe euch umgelassen.
Und bitte einmal. Einmal rein rum, bitte. Okay, jetzt kommt er wieder. Ich gehe. Ich hab. So, das hatten wir eben alles. Ja. Ihr wie auch wie der unser ihr und ich unser Leben. Okay. Ich gebt. So, dann werden wir jetzt mal hinter Sultan hergehen. Wobei. Rein theoretisch dauert mir das zu lange. Ich weiß nur gerne, wo diese Höhle ist. Da. Okay, waren wir also doch schon richtig. Königlicher Jägersmann ist hier auf jeden Fall. Mit Radroide. Seid gegrüßt, Meister Geralt. Warum seid ihr hier? In Vizima tobt der Aufstand. Die Leute bringen sich gegenseitig um. Das interessiert mich nicht. Die Druiden nehmen Unschuldige auf. Ich helfe ihnen und biete Schutz. Kann ich behilflich sein? Es heißt, tödliche Ungeheuer hätten sich nahe der Gruft in den Sümpfen eingenistet. Wisst ihr mehr darüber? Die Leute sprechen von einer Art Fledermaus und einer Vampirin. Könntet ihr euch das mal ansehen? Was könnt ihr mir noch sagen? Fragt, Hexer. Ihr beschützt Verbannte? Ja, liebe deine Nächsten. Betet ihr das ewige Feuer an? Eigentlich nicht, aber ich bin vorsichtig. Ich mag den Jäger. Und ein paar gute Taten können sicher nicht schaden. Nein, gute Taten lebt schaden wohl. In der Tat niemandem. Und da sollten sich manche Ordensritter da so eine kleine Scheibe von abschneiden. So. Ach, hier ist einer dieser Vetter. Vetter Corbin. Hexer, ich muss mit euch reden. Ja? Ihr seid jüngst in Foltestsburg gewesen? Stimmt. Woher auch immer er das weiß. Base Antoinette etwas für mich? Jop. Ja, ich habe euer Gold. Vielen Dank. Gerne doch. Wir sind stets bemüht, anderen Leuten zu helfen. Was gibt's, Wanderer? Hast du irgendetwas für mich? Ja, jede Menge Alkohol. So viel Alkohol kann kein Mensch trinken, wie sie hier verkaufen. Gut, also nochmal reden. Was macht ihr denn hier? Wir planen unseren Protest gegen die Abholzung und die Ausrottung bedrohter Arten. Nicht gerade die beste Zeit. Nach der Rebellion führen wir unseren grünen Protestmarsch bis vor das königliche Schloss. Wir protestieren, bis uns der König anhört. Wir haben Gesänge einstudiert wie »Rettet den Wald, macht vor Abholzung Halt« oder »Schlachtet keine Tiere mehr ab«. Ich würde vorschlagen, den Protestmarsch noch lange zu verschieben. Das können wir nicht. Die Natur ruft um Hilfe. Okay. Habt ihr Waren zum Tauschen? Und habt ihr Hundspetersilie, Edelsteine, Schals oder weiße Rosen? Ich habe nicht. Dann stört mich. Lebt wohl. Wir brauchen die Edelsteine. Wir brauchen Rubine. Damit wir endlich diesen Raffats Abzug kriegen. Problem ist, ich weiß nicht, wo wir die Edelsteine herkriegen. Ich weiß auch nicht, wie ich noch einmal an unser Lager rankommen kann. Weil einen Rubin haben wir, meine ich. Der liegt allerdings im Lager. Und wie kommen wir zu unserem Lager? Die größere Frage. Das ist die Frage.
aller Fragen. Wo kommen wir an Rubinen? Wahrscheinlich habe ich die Hälfte davon eh verpasst. Aber... Gerald! Was habt ihr vor, wenn die Rebellion zu Ende ist? Ich gehe vorerst nach Markham zurück. Ich hoffe, Eudora doch noch von den Breckenricks loseisen zu können. Gute Idee. Okay. Kann ich hier irgendwo meine... Was gibt's, Reisender? ...meinen Vertrag abgeben? Ja. Ich habe gehört, ihr bezahlt für Bläuzeugerblut. Oh ja. Wir möchten diese Gattung ausrotten. Sie ist ein Ausrutscher des Ökosystems. Wir brauchen 10 okay. Maß Blut. Hier sind 10 Maß. Ihr seid sehr zuverlässig. Hier ist euer Lohn. Kommt dir oft vor, aber danke. So, wir können auf jeden Fall meditieren. Genug Feuerstellen gibt es ja. Das heißt, Talente verteilen. Sehr schön. Ach Gott, ist das toll. Ich liebe es, wenn wir Talente verteilen können. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Okay, da kommen wir noch nicht so weit. Dokus beim Wirken von Zeichen. Machen wir hier mal weiter. Hier auch beide. Und hier haben wir auf jeden Fall noch Bronzetalente, die wir verteilen können. Da. Sehr schön. Stufe 32 sind wir. Das ist gar nicht schlecht. Glaube ich. Ich weiß aber immer noch nicht, was die Höchststufe ist. Nehme ich mal ein bisschen schlau machen. Patroide, okay. Ich will noch weiter. Ich glaube nicht. Okay. Nee. Dann. Die Rüstung müssen wir auf jeden Fall machen. Den Kapellen mit der Striege. Okay. Gut, wir erkunden erstmal einfach den Sumpf. Wir gehen erstmal einfach blind drauf los. Wobei. Na doch. Ist, glaube ich, der klügste Plan gerade. So, wir haben ja hier mehrere... Ja gut, das nicht, aber mehrere Sachen, wo wir hin können. Wobei ich gleich leider einmal ganz kurz in die Pause müsste. Denn, ich müsste mal wohin. Aber noch versuche ich erstmal hier mit euch die Mine zu finden. Kann ja nicht erst so schwer sein. Es sei denn, man rennt in die falsche Richtung. Ne? Ja, yeah, Frauen und Karten lesen. Beziehungsweise ich und Karten lesen. Mich dürfte man auch nicht irgendwo im Wald aussetzen. Ich würde nie wieder den Weg zurückfinden. Ich glaube, bevor ich den Weg finde, bin ich irgendwo verhungert, verdurstet. Gimora. Weites Schwert. Zweiter Kampf. Dorf und Leichnam. Okay, ich muss einmal ganz kurz in die Pause. Ich bin in... Ja, fünf Minuten bin ich wieder da. Ich beeile mich. Und dann geht es sofort weiter. Dann erkunden wir die Mine. Und gucken, ob wir Teile der Rüstung irgendwo finden und ja, ne? So weiter und so fort. Also, lauf dich weg, ich bin so bald wieder da.